Herzlich willkommen im Spezialdepot. Das Paddock ist ein System und bisher konnten wir noch nicht zeigen, wie das eigentlich vor einigen Monaten schon gedacht und geplant war. Mhm. Und ja, hier ist jetzt eine absolute Neuerung und der erste Baustein zur Paddock Systemergänzung. So kann man sagen. Und das ist ein kleines Dreieck. Und das kleine Dreieck, das ist was ganz Besonderes. Und Erik, erzähl uns doch mal, was das ist. Das kleine Dreieck erweitert ja im Prinzip nur den Seitenwindschutz vom Paddock, wenn ich das in so einer Baker-Tent-Variante aufbaue. Und jetzt werden viele, die das traditionelle, klassische Baker-Tent kennen, das es da so früher in Kotten gab und so, die werden jetzt schon die Form erkennen. Ich habe jetzt im Grunde genommen ein richtiges Baker-Tent hier mit einem kompletten Seitenschutz, der bis vorne ans Ende geht. Das hat den großen Vorteil, dass ich viel besser windgeschützt bin. Bei Regen bin ich natürlich auch geschützt, dass hier in den Vorraum irgendwie was reinfällt. Und es ist mit zwei Sippen in dem System, in dem Paddock-System einfach einzusippen. Im Set zwei Dreiecke sind so groß wie drei Tempotaschentücher, mehr ist es nicht. Und hat natürlich alle Features, die abspannbaren Schlaufen. Ich kann da zusätzlich nochmal das Ganze windsicher machen und noch abschlaufen und hier nochmal weiterspannen. Aber im Grunde genommen ist das jetzt mal der Anfang, was man mit diesem kleinen Dreieck noch alles machen kann. Das werdet ihr auch noch erfahren. Das ist nur der erste kleine logische Schritt, den, glaube ich, jeder leicht versteht. Aber das ist ja die erste Erweiterung in einem großen System und dazu später mehr. Jawohl. Und ja, viele haben sich schon gefragt, warum wir da so viel mit Reißverschlüsse machen und so weiter. Okay, in der Dreieckszelt-Variante vom Paddock hat sich das erschlossen. Okay, man kann das komplett schließen. Aber das war ja nicht der Hauptgrund, warum die da dran sind. Ja. Der Hauptgrund war das Dreieck, die Biwaksack-Funktion, die Poncho-Funktion. Und ja, da kommt noch einiges mehr. Und das ist eine super Erweiterung von eurem Paddock. So macht ihr aus dem großen Tarp, macht ihr ein Baker-Tent mit Windschutz. Feine Sache. Wassert dich die Reißverschlüsse immer natürlich wieder dran. Und ja, soweit. Der erste Schritt. Das Paddock sollte nach wie vor ziemlich leicht sein und ein sehr, sehr gutes Packmaß haben. Und der Erik hat es jetzt in der Hand. Das ist jetzt die finale Größe des Paddock. Wir haben natürlich auch den Beutel verbessert. Viele haben gesagt, sie möchten das nicht ganz genau falten müssen, um das wieder in den Beutel reinzubekommen. Das heißt, wir haben den Beutel vergrößert. Da muss man jetzt nicht mehr genau reinstopfen, sondern das geht ziemlich locker rein und ist gar kein Thema. Ja, hinten die Verschlüsse sind noch ein bisschen stärker gemacht. Und ja, richtig schöne Sache. Der Beutel ist natürlich auch wasserdicht. Das ist das gleiche Material wie das Paddock an sich. Wir sehen uns in alter Frische im Spezialdepot. Bis bald.